Industrie 4.0 gliedert sich in drei wesentliche Bereiche: in das Thema horizontale Integration, das Thema vertikale Integration und vor allem das Thema Datendurchgängigkeit vom Engineering bis in die Fertigung. Und genau dies zeigen wir hier. Wir zeigen die Entstehung eines realen Produktes beginnend vom virtuellen Prototypen, durchgängig durch alle Prozessschritte. Im Steuerungsschaltanlagenbau gibt es eine Menge von Prozessschritten, die beginnen bei der Konzeption des Schrankes und enden bei der Auslieferung des Schrankes. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Anwendungen aus den Bereichen Engineering, aber auch der Fertigung. Das Wichtigste ist die zentrale Verbindung durch den virtuellen Prototypen, der das Bindeglied zwischen allen Prozessschritten darstellt und somit für Datendurchgängigkeit sorgt, also Effizienz. Der virtuelle Prototyp entsteht im Engineering auf Basis validierter Produktdaten. Mit Tools von Rittal und E-Plan werden diese Daten zusammengefügt zum virtuellen Datenmodell. Durch intelligente Schnittstellen sind diese in technischen und kaufmännischen Prozessen direkt nutzbar. Alle für die Fertigung relevanten Informationen sind im virtuellen Prototypen vollständig abgelegt. Diese können Sie sowohl für die automatisierte, aber auch für die manuellen Tätigkeiten im Schaltanlagenbau nutzen. Diese beginnen bei der Bestückung, aber auch bei der Verdrahtung von Schaltanlagen oder auch von Montageplatten. Hier unterstützt Rittal mit entsprechenden Tools und Lösungen für Effizienz, Zeitersparnis und Ergonomie.